Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Ja, wir sind immer noch im Norma-Arm, das werde ich auf die nächste Zeit wohl nicht erinnern. Hier immer so ein geiles Gebiet sind. Ja, O-Stern wieder im Visier. Wir sind allerdings diverse Lichtjahre weiter. Ich habe schon einige Bookmarks abgesprungen. Wir sind auch mittlerweile schon wieder ein bisschen tiefer in die Ebene. Ja, wir sind jetzt auf 681 Lichtjahre über der Ebene, also ja, auch gute 600 oder fast 700 schon zu unserer vorherigen Position, glaube ich. Ja, die O-Sterne war dann halt doch ein bisschen hier verstreut und was haben wir dann hier? Das nehmen wir doch immer gerne, oder? Das sind 2 O-Sterne oder... Moment, 3 Objekte, wir sind hier schon fertig. So, lass mal gucken. O-Stern mit 70 Sonnenmasse. Ach, ein B-Stern, der ist aber 24.000 Kelvin, der hat 34. Das ist also ein B-Stern mit 70.000. Okay, gut, das ist ein B-Stern. Aber dort war ein bisschen heißerer. Ja, machen wir gleich mal ein Bild, würde ich sagen. Das ist hier immer recht nice. Ja, mal was anderes. Genau, dann müssen wir jetzt sogar gucken, wo wir hinfliegen. Oh, da können wir fast direkt hinspringen. Wir machen sie erstmal was anderes. Mir stelle hier mal kurz auf realistisch. Zoome hier mal kurz ran. Einfach mal einen Überblick zu kriegen, ob man noch irgendwas sehe, was ja entdeckungswürdig wäre. Kann ja nie wissen. Vielleicht peilt uns was auf. B-Stern. Ja, man müsste nochmal so auf die 1100 wieder hoch. Weil so rein gefühlt ist auf der Höhe jetzt nie so was Tolles. Oder nicht so oft. Na, okay. Gut, dann. So, dip-di-dup-di-dum. Das müsste eigentlich relativ gut gehen. Ja. Oh, okay, ich habe noch die realistische Modus drin. Ja, G-Stern können wir auch mitnehmen. Das ist wohl in Ordnung. Anna hat schon einiges gescannt im Endesystem, wo ich dann auch einen Podcast gehört vorhin. Und da bin ich in ein System gekommen, dort waren. Ich glaube 5 oder 6 terraformierbare Planete. Ich glaube es müsste 5 gewesen sein, von der 1 bis zur 8 oder nee, von der 3, 4, 5, 6 oder war es 4? Ich glaube 4, von der 3 bis zur 6 war alles komplett, war 3, 4, 5, 6, ja. Das war komplett alles terraformierbar, das war recht cool. Das hat einiges an Kohle gehabt. So, hier mal 5 Objekte. Gucken wir gleich mal. Ansonsten. Uiuiuiui. Haufe Glencrom in Form von Asteroidefelder. C1, okay, da. Ach, den da nehmen wir mal mit, wenn der schon so vor unserer Nase ist. Machen wir das doch. Und ansonsten, gestern Abend habe ich zum ersten Mal grob probiert, wie das mit dem Stream in YouTube geht. Also ein bisschen vorbereitet war. Oh, nächste Woche schon, genau, nächste Woche Samstag. Haha.
Naja, für heute für mich ist Samstag, wo ich das aufnehme. Genau, da habe ich mal ein bisschen was probiert. Das hat eigentlich fast relativ gut geklappt. Nur halt immer war der Stream kurz. Nee, war nicht abgebrochen. Halt irgendwie so eine Meldung, es wird zu wenig Daten kommen. Keine Ahnung wieso, ich habe nichts gemacht gehabt. Also, oh, da muss ich erst mal was vorbereiten und muss ich mein Bildschirmlayout ganz anders machen. Da habe ich nämlich festgestellt, mir wird der Platz zu knapp vom zweiten Monitor. Da muss ich OBS im Blick haben. Zu schnell. Zu weit weg. Okay. Ich müsste quasi mein Tool muss ich eh im Blick haben. Das braucht ein bisschen Platz. Muss ich gucken, ob ich das irgendwie noch schmäler machen kann. Dann brauche ich natürlich YouTube im Blick. Und dann YouTube-Chat eventuell noch. Naja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und zur Not ein bisschen Nachsicht zeigen. Der Herr streamt nicht so oft. Der hat noch keine Erfahrung. Nee, kriegen wir aber schon hin. Kriegen wir schon hin. So. Weil ich wahrscheinlich eh die Tage vorher noch mal ein bisschen was probiere. Ja. Ich muss dran denken, dass ich den Stream vorher anlege bei YouTube, damit ich noch auf der Seite platzieren kann, damit man danach findet. Ja, alles so kompliziert heutzutage. Und damit habe ich es eigentlich schon verraten, es wird auf YouTube gestreamt. Twitch könnte man auch, aber ich mag Twitch irgendwie nicht so. Blicke ich nicht durch. Ist mal zu kompliziert. Nee, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich gucke auch persönlich nicht so viel Twitch, weil ich finde das Let's Play Konzept finde ich besser, weil die Folge kann ich gucken, wann ich Zeit habe und da muss ich nicht gucken, wenn gerade jemand live ist. Das ist genau wie bei Filmen. Die gucke ich auch lieber auf DVD, Blu-ray oder so, weil du kann ich so gucken, wann ich will und nicht, wann sie halt im Fernsehen kommen. Ist so dasselbe irgendwie. Ja, und genau. So, kriegen wir schon hin. Jetzt schauen wir erstmal, was dieses gute Stück zu bieten hat. Ach, hier ist noch was anderes im System, oder? Ja. 60 Sonnenmasse, 10 Euro B-Stern, 25.000 Kelvin. Nicht schlecht. So, wir gucken mal, kriegen wir das erwähnt. Ein Gasriese. Das ist. So, wo bist du? Nur. Hier. An Klasse 3 ist es nur. Okay. 12.000. Ne? Wer so andere hätte ich denn jetzt noch gescannt, aber. So, wo ist unser nächstes Bookmark? Ach, der Dorf steht so ein bisschen doof im Raum. Müsste man eventuell zuerst zu dem, aber dann nehmen wir mal so, dann kriegen wir noch in der Folge. Eventuell. Ja, bestimmt. Genau, das ist so die aktuelle Kartefilterung, die ich drin habe. Ist, denke ich mal, okay. Sprit passt, alles gut. Genau, ansonsten Neuigkeiten. Ach genau, ich habe heute nochmal Windows hochgefahren und wollte mal das Problem angucken, wo ich da gesagt habe, mein Tool, wieso das in Windows nicht gescannt hat oder wieso das so die Änderung nicht erkannt hat. Und ich bin jetzt noch ratloser als vorher, weil ich habe es einfach mal manuell jetzt gemacht, mein Tool gestartet. Ich habe mal so ein paar Log-Einträge schon vorbereitet, an dem Verzeichnis eine Datei erstellt und habe dann immer so Log-Einträge kopiert und dann abgespeichert. Das hat er eigentlich immer erkannt, direkt. Sobald ich gespeichert habe, wurde dann was angezeigt. Also genauso, wie es eigentlich Sinn soll. Wie es auch hier bei mir läuft. Auf Linux. Keine Ahnung, was da ist, ob, keine Ahnung, ob meine Windows-Installation so zugerust ist, dass er das bei einem Spiel nicht erkennt, aber ich weiß es nicht. Ich muss mal Kollegen nochmal fragen, ob der es für mich mal testen kann, wie es bei ihm ist.
keine Ahnung. Das wäre so die einzige Schwierigkeit, die ich mir noch vorstellen kann, weil ansonsten, es hat hier funktioniert. Es hat jede Zeile erkannt und das gemacht, was ich erwartet hätte. Naja, müssen wir mal gucken. Wir kommen auf jeden Fall hin. Manche Bugs brauche halt etwas länger, vor allem wenn man sie nicht reproduzieren kann. Das ist immer so. Bug, wo man genau die Fehlermeldung kennt und den Klickweg, was man machen muss, und das kriegen die Leute sich relativ einfach fixe. Bei Bugs, die wo man nicht so ganz nachvollziehen kann oder nachstellen kann, oder wenn man es nachstellen kann, sich fragt, warum, was, wo, weshalb, das ist immer so ein Problem. Aber alles lösbar. So. Na komm. Wie viel haben wir hier eigentlich? 24, okay. Vorhin war ich in ein System geraten, da gab es noch nur eine 40 oder so. Das war nicht schlecht, aber nichts Großartiges. Und es wäre eigentlich cool, wenn man was zum Scannen hätte, weil es gibt irgendwie ein neuer, sehr interessanter Gunlet in Trach. Da habe ich sie ja schon mal grob gestaunt. Ich habe mir vorab schon mal angeguckt, aber dann gucken wir uns eventuell gleich drin, aber hier haben wir bis jetzt noch nichts Scannbares gefunden. Nein, komm. Tensor. Nee, hier ist auch nichts monetär lohnenswertes. Ah, was hast denn du? 2,4G. Hm, ist auch nicht so viel, kommen die dann immer mal mit. Ja, ist hier gerade in der Nähe. Irgendwie, ich greife schon mal ein bisschen vor. Irgendwie so ein paar reiche Hoshis oder so aus der Bubble wolle auf dem höchste bekannte System eine Basis errichten. Und das System ist hoch. Ich habe gar nicht gewusst, dass es derart hoch geht. Irgendwie hip und keine Ahnung was. Und wenn ich das auf EDSM richtig gesehen habe, ist das bei über 5000 Lichtjahre über der Ebene. Ich hätte nicht gedacht, dass das gibt. Das ist schon Hammer. Das ist irgendwie in der Bubble oder nicht weit davon. Wir können dann eventuell mal gucken, wenn man noch dran denke. Oder ja, vielleicht gucken wir jetzt mal. Wir scannen jetzt erstmal deine Planet hier. Genau, wir gucken doch gerade jetzt mal schnell rein. Oder warte, machen wir mehr. Zurück, zurück. Verlassen, verlassen. Wir machen was anderes. Wir fliehen dann wenigstens ein bisschen zu dem nächsten, dann können wir dann noch scannen. Und dann gucken wir jetzt mal. Gucken wir da mal schnell rein. Posten für das Dach des Weltraums geplant. Der Multimilliardär Zachary Rackham lässt im am weitesten von der galaktischen Ebene entfernten System einen dauerhaften Außenposten errichten. Der orbitale Außenposten wird sich im System HIP-58832 befinden, also auf dem galaktischen Zenit, einem der höchsten erreichbaren Standorte überhaupt. Das Projekt wird von dem Unternehmen Rackham Capital Investments finanziert, in Zusammenarbeit mit Universal Cartographics und weiteren wissenschaftlichen Organisationen. Der Standort des Außenpostens prädestiniert ihn für das Sammeln astronomischer Daten zur Struktur der Spiralgalaxie. Diese historische wissenschaftliche Unternehmung wurde von Mr. Rackham aus seinem privaten Villenkomplex auf dem Rie Archipelago heraus so kommentiert. Als ich noch in einer Sidewinder aus zweiter Hand die Handelsrouten abflog, war der Gedanke, auf dem Dach des Weltraums zu stehen, nichts weiter als Tagträumerei. Die neue Generation von Piloten und Schiffen wird diese Vision Realität werden lassen.
Zweifellos werden nach dem Einrichten des Außenpostens zahlreiche wissenschaftliche Entdeckungen gemacht werden. Noch wichtiger aber ist, es gibt eine Bar und ich gebe einen aus. Ein Sprecher von Reckham Capital Investments bestätigte später, dass der Außenposten im System HIP 58832 am 17. Dezember 3306 in Betrieb genommen wird. Er stellte aber auch klar, dass es kein gesetzliches Anrecht auf Freigetränke gebe. Nicht schlecht. Es gibt eine Bar, das ist wichtig. So, und da gibt es noch ein Haufen anderer. Malinis, neues Community Goal. Ah, da muss ich noch mal reingucken. So, HIP 58832. Eintritt um Umlaufbahn. So, warte mal. Wir drehen uns hier mal grob weg, dass wir hier nicht drauf knallen. Wir scannen auch noch. So, lass uns mal gucken. Wo ist denn das? HIP 58832. Da wollen wir auch noch hin dann. So. Boah. 5319. Was zur Hölle? 90.600, das ist ungefähr. Wow. Ich bin gerade schwer beeindruckt. Das ist über the Bubble. Komplett über the Bubble. So, Moment. Fuck, Alter, wie kommt man da hin? Ich mach mal da mal Bookmark hin. Was? Warum? Wo? Hier ist nix. Ist das so ein Carrier-Ziel oder was? Also auf jeden Fall war aber auf Elite Dangerous Star-Map war aber schon jemand drauf. Was zur Hölle? Wie? Wo? Das muss Dingsen, das ist ja der Hammer. Da zeige mal, das ist nur nicht an. 4000. Ich habe eigentlich realistisch, bald müsste man doch immer. So, gucken wir mal, ob auf 3 hier irgendwas ist. Nee. Okay, das ist gerade Bug. Dass man bei manchmal zeigt mal die Sterne da nicht so an. Jetzt müsste man aber. Hier müsste aber was sein. Hallo? Willst du mich verarschen, Alter? Okay, das ist wahrscheinlich ein Problem hier. So. Jo. Das haben wir ein Problem hier. Ja, das macht die Karte manchmal. Ne, jetzt sei das wieder an. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Aber das ist schon, Ja. Beeindruckend, würde ich sagen. 5300. Hätte ich nicht gedacht, dass es so hoch geht irgendwo. Und das, wie gesagt, auf EDSM ist das System schon gelistet. Also muss da ja mal jemand hinkommen sind. Wow. Echt trotzdem Carrier-Gedöns oder so. Müssen wir uns mal angucken. Wenn die Bubble sind, dann halte mal da mal Augenmerk drauf, ob man da irgendwie hinkommt. Auf irgendeine Art und Weise. Und natürlich auch nochmal zurück. Das wäre natürlich. Das wäre natürlich nicht schlecht. Das war glaube ich nichts. Bin zu nah am Planet dran, da bin ich übrigens verwirrt, wie ich scannen muss. Okay, passt. Sehr schön.
Och, ich hatte schon wieder Dings drin. Naja, egal. Ja, da anscheinend so ein neues Community Goal zu geben mit dieser Kolonie. Und dann irgendwie dieser Abschluss, das Abschlussergebnis von dem Explorer Community Goal. Aber ganz schön was gebottelt in der Bubble, aber ey. Das wäre nicht schlecht. So, nehmen wir nur ein bisschen Sprit mit. So, Xenoblade da mal relativ fix gescannt. Hier auch wieder jede Menge Kleinkram. Hallo? Okay, der B-Stern, der schlägt wieder zu und... Hat sie eher schon mal... viel von deine Cluster abgegriffen und hier dann noch ein paar Cluster. So. Oh ja. Oh ja, wir können schon was scannen hier. Das ist sehr schön. A1, Arzt A1 müssen wir scannen. A2 und A2A. Der Mond ist A-Terraformierbar. Das ist nur interessant. Ich würde sagen, das gibt uns doch Gelegenheit. Kommt denn Don immer noch mit? Das gibt uns doch Gelegenheit, noch schnell in Galnet News mitzunehmen. Ich würde nämlich noch gerne wissen, wie dieses Community Goal Ausgang ist. Das hier. Kohlwig-Nebel-Projekt sammelt Daten zu Ammoniakwelten. Warnung der Pilotenvereinigung. Erkunder haben für ein Terraformierungsprojekt von Sirius Atmospherics im Kohlwig-Nebel zahlreiche Ammoniakwelten katalogisiert. Das Tochterunternehmen der Sirius Corporation zählt zu einer Reihe von Firmen, die gemeinsam mit der Allianz daran arbeiten, die Region wirtschaftlich zu erschließen. Projektleiter Dr. Maximilian Wors verkündete den erfolgreichen Abschluss der Initiative. Die gelieferten Daten zu Planeten mit ammoniakbasierten Atmosphären sind für unsere Terraformierungssimulationen unverzichtbar. Mit unseren neuen Umwelttechniken könnten einige dieser giftigen Welten innerhalb des Nebels eines Tages bewohnbar werden. Sirius Atmospherics hat bestätigt, dass die Auszahlungen an alle teilnehmenden Piloten, die einen Beitrag geleistet haben, auf Betancourt B im System Muska Dark Region BJBB61 nun verfügbar sind. Während die Expansion in den Kohlsecknebel fortschreitet, hat Kommodore Morek Helloren von der Allianz Verteidigungseinheit die Möglichkeit weiterer Angriffe seitens der Targoiden kommentiert. Die Antixeno-Sicherheit greift wegen der geringen Verfügbarkeit von AVR-Schiffen und Aegis nicht so wie geplant. Dies ist auf den Entzug der Finanzierung seitens Föderation und Imperium zurückzuführen. Im Falle weiterer Übergriffe durch die Targoiden könnte es nötig sein, erneut auf die galaktische Gemeinschaft zurückzugreifen. Ja, nicht schlecht. Und immer so Explorer-Community-Event. Das würde ich auch mal gerne teilnehmen dran. Also wenn wir nochmal in der Bubble sind, und dann immer so ins Gäbe. Das wäre nicht schlecht. Gerade so vor einem Kurztrip während der Zeit irgendwo hin. Irgendwie an Jacksons Lighthouse Anlauf nehme. In irgendeine Richtung raus. Und dann mal dort in einer Region, keine Ahnung, wo es halt. Ja, so eine Dichte. Was ist denn das? Ah, guck mal, das ist der Mond. Nehmen wir auch noch mit. Ja, irgendwo schnell hin, wo man ein paar unentdeckte Systeme hat.
Das werden so 1000 Lichtjahre von der Bubble-Bücher ja relativ schnell weg hin. Und dort bis sie austobe und die dann abgebe beim Community Gold. Das wäre schon geil. Genau, so, dann würde ich auch sagen. Den Don nehmen wir noch mit. Damit es vollständig ist, damit wir hier keine halbe Sache machen. Ich fliehe dann hier eh noch weiter im System. Denn der zweite Planet müssen wir eh noch abgrasen. Das war jetzt nicht so intelligent. Bisschen zu schnell. So. Zack. 6 Sonderbildstuhl. Naja, okay, kann schon. So, dann gucken wir noch, wie die Sonde hier inschlagen. Das ist so ein letzter Anblick von der Folge. Ja, genau. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was bis dahin und ja, bis dahin dann. Bye bye.